So, meine Lieben, ihr wisst, ich bin aus Bregenz. Jetzt wohne ich nicht mehr dort, aber ich habe sehr lange Zeit dort gelebt und keine Frage, ich liebe Bregenz, die Stadt, die Bregenzer Festspiele, den Bodensee und den Pfänder und so manchen Menschen, die ich dort lieb gewonnen habe. Keine Frage. Aber da gibt es noch ein anderes Feld, das ich euch erzählen möchte. Und man verzeihe mir die Wahrheit. Und die Zeit ist auch vorbei, darum kann man sie jetzt laut aussprechen. Geächtet diesbezüglich wurde ich schon lange genug. Feierabend ist es endlich und fertig für heute mit der mühsamen Maloche. Betrübt mit diese Name, betrübt mich diese Aussicht ohnehin jeden Tag dieser Woche. Viel zu früh am Abend weht es mich dann in mein Stammlokal. Die niederdrückende Decke daheim lässt mir eh keine andere Wahl. Die Einsamkeit drängt einen förmlich zu diesem stürmischen Ort. Hier wechselt zwar nicht meine Laune, aber der eine oder andere mit mir vielleicht ein Wort. Ja, das geht vielen Menschen so. Zu Hause ist nichts und niemand und in unserer unfreundlichen Welt sind sogar Tiere in letzter Zeit, was Immobilien anbelangen, auch noch verboten. Also, hier scheint es eingemauert zu sein in Leblosem. Und dann kommt die Decke runter. Und wir haben ja eine Gesellschaft, wo wir mehr Singles sind, wo wir mehr Geschiedene sind als wie Familien, wo wir dem Alter entsprechend auch viele Alte haben, die alleine sind und inzwischen Jugendliche, die nicht mehr zu Hause sein wollen. Und gesellschaftlich, sozial gesehen ist das Wahnsinn, also was da abläuft für die Menschen. Es ist echt hart, es zu sehen, weil wenn man das ein bisschen durchdenkt, weiß man, dass das der Mensch nicht aushält. Das schafft er nicht. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und wem dient es, dass sie isoliert sind? Wem dient es, dass sie, wenn sie es nicht aushalten, weniger werden. Also darüber lohnt es sich nachzudenken, ohne Depressionen zu bekommen. Aber sie gehen wirklich, die, wo die Kurve nicht geschafft haben, in der Familie bleiben zu können oder in der Partnerschaft und miteinander vielleicht sterben dürfen oder als Jugendliche in der Familie aufwachsen dürfen, so lang als möglich, weil ihr Bildungsweg vielleicht nur länger geht und so weiter, die sind schwer gefährdet und die gehen dann eben in Lokale. Und davon erzähle ich im nächsten Video, wie es da abgeht.